Ich bin Neoblade und das ist so der erste kleine Zwischenstand hier für Terraner. Das ist Tribute to Bonch war die Serie. Und ihr geht bitte in Custom in die Arcade und sucht hier nach NeoMT, wie schon so tausendfach passiert. Und dann benutzt ihr hier bitte den Micro-Trainer. Und zwar soll diese kleine Übung dazu führen, dass ihr euch fragt, seid ihr in der Lage zu Micron, während ihr Makro machen müsst. Also ihr habt das in den Videos von Honor schon gesehen, dass wenn Honor zu viel Micro macht, zum Beispiel als Zerg, dass er dann 1000 Mineralien bekommt, was er mit der Build Order nicht braucht, wenn er injected oder wenn er eine Makro Edge baut und so weiter. Was ich voraussagen werde. Welcome, Commander. Your objective in this exercise is to inflict maximum damage on the enemy with the limited forces at your disposal. Diese Karte ist für Platin und höher, wie man sehen kann. Und was ich erwarte, ist, dass ihr mit diesen Challenges total überfordert sein werdet, wenn ihr Bronze bis Gold seid. Also ihr werdet 5-mal, 10-mal brauchen, um die Challenges zu machen. Und dann fragt euch bitte, wenn ihr diese Challenges, die für einen Grandmaster überhaupt kein Problem sind, nicht schafft, seid ihr dann in der Lage, so eine Challenge, so eine Micro-Challenge zu machen im Spiel? Und gleichzeitig zu Makron. Gleichzeitig SCVs zu bauen, die Pick-Reihenfolge einzuhalten und so weiter und so weiter. Ich empfehle euch, alle 30 Challenges zu machen. Da sind auch Protoss und Zergs dabei, keine Frage. Aber einfach, damit ihr auch mal andere Units kennenlernt. Und ich denke, dass es auch Spaß machen wird. Falls euch die anderen Rassen keinen Spaß machen, ich empfehle wirklich, testet es. Falls euch die anderen Rassen keinen Spaß machen, macht einfach nur die Terraner-Challenges und überspringt den Rest. Ich gehe dann gleich auch aus der Karte raus. Man muss hier jetzt mit allen angreifen und einen SCV muss man retten. Machen wir hier wieder Workers und schon ist das geschafft. War jetzt nicht wildes Micro, ne? Aber währenddessen hätte ich jetzt nicht auch noch SCVs und Marines bauen können. Die ist schon schwieriger. Wir warpen mal gerade zu dem Reaper-Micro. Da kann man sehr gut mit Stop-Micro oder Hold-Position arbeiten. Aber muss auch ein bisschen Focus-Fire machen. Zuerst muss man eigentlich den Nexus töten, das überspringe ich jetzt aber mal. Dann kann man halt auch die KD8-Charge hier machen. Und schon habe ich einmal den Reaper verloren, weil ich einmal falsch geklickt habe. Soll es auch für dieses Zeug gewesen sein. Ihr werdet feststellen, das Reaper Micro wird euch, wenn ihr Bronze bis Gold seid, wird schwierig sein. Und fragt euch, gerade wenn ihr ein Reaper Opening spielen würdet, ob ihr dann dahinter noch Makro machen könnt. Denn in 90% der Fälle haben die Leute, nachdem sie Reaper Micro gemacht haben, 800 Mineralien, 1000 Mineralien und bauen dann 4 Barracks gleichzeitig oder so. Und das ist halt richtig schlecht. So, wir gehen aber auch in die Ladder. Wir werden unsere Build Order jetzt etwas schwieriger machen. Wir werden nämlich eine zweite Basis bauen und konstant SCVs bis 24. Und sobald wir die Kohle haben, eine zweite Basis bauen. Und dann, sobald die zweite Basis fertig ist, werden wir 8 SCVs aus unserer Main abziehen und an die Natural tun. Ist ein TVT. Ich habe lange jetzt kein Terraner mehr gespielt. Mal schauen, ob das klappt. Kameraposition. Good luck, have fun. Ich kontrolliere einmal das Video. Das sieht gut aus. Gegen Terraner mache ich keine Wall. So, wann kommt der Scout beim ersten Gas? Additional supply depots required. Ah!
Not enough minerals. So. Bin so leise, weil, wie gesagt, lange kein Terraner mehr gespielt. So, mit dem ersten Gas kommt dann noch der Scout. Guck mal hier einfach hoch, was er so macht, ob er hier unten expandiert. Wir müssen zwei ins Gas tun. Und das zweite Gas bauen. Das kommt zu spät schon. Und danach können wir das Orbital Command morphen. Den verfolgen wir hier, damit nicht irgendwas passiert. Reaktor bauen, klappt alles gut. Und zweite Barracks. Also er baut auch keine Expansion. Er blockt meine Echse, okay, das ist in Ordnung. Bauen wir sowieso viel später. Command Center Upgrade complete. Okay, also er baut wirklich... Ich fahre jetzt noch einmal hoch. Vielleicht sehe ich ein Gebäude, aber wenn er es intelligent macht, dann werden wir kein Gebäude sehen. Our SCVs are under attack. Und Reaper. Wir werden den SCV verlieren, deswegen warten wir dann aber wenigstens, bis wir... Ja, Supply Depot ist ein Riesenproblem. So, konstant Depots bauen und Combat Shield erforschen. Ich habe viel zu viel Gas. Viel zu viel Gas. Nein, nein, na gut. Nee, Bildorder falsch, abgelenkt. Gehen wir raus. Gehen wir raus. Ja, kein Terraner geübt. Oh, random. Da bin ich ja mal wieder gespannt. Das bedeutet, wir brauchen eine Wall. Wegen Protoss und Zerg. Aber das mit dem Gas muss ich besser timen. Not enough minerals. Not enough minerals. So. Depot kommt zu spät, viel zu spät. Jetzt lasse ich mich auf irgendeine Diskussion ein, wahrscheinlich. Additional supply depots required. Bad news. Und wir brauchen Gas. Und mit dem Gas soll gescoutet werden. Wir gucken erst, ob er eine Expansion hat. Dann gehen wir hoch. Und wir brauchen das zweite Gas. Brauchen wir das echt so früh? Ne, Reaktor und Orbital Command zuerst. Das war das Problem. Also total verhauen. Dann bauen wir jetzt hier das zweite Depot. Und zweite Depot kommt auch zu früh, also eigentlich müssten wir schon wieder rausgehen. Aber wenigstens sollten wir ein Gas nehmen und bedrohen. Insufficient Vespine Gas.
Okay, das finde ich mutig. Okay, cheesen wir mal. Dein Exkurs. Not enough minerals. Go ahead. Command center upgrade complete. Yep. You want a piece of me, boy? It's your dime. By the numbers, boys. Wir brauchen Supply. Yeah, yeah. Mal gucken, ob wir das Multitasking hier hinkriegen. Not enough minerals. Müssen ein bisschen Mikron. Währenddessen SCVs bauen und Marines. Und weiter Supply Depots bauen. Nein. Tanks brauchen wir. Tun wir den mal auf Auto Repair. Und jetzt spielen wir unsere Build Order weiter. Okay, er kommt zu mir. Dann. Er kommt doch nicht zu mir. So, und dann bauen wir jetzt wieder Depots vergessen, ich Blödmann. Wann kommt denn der Tank? So, die tun wir hier hinter, einfach hinter die Eco-Line. So. So, Depots bauen. Ich vergesse immer, Depots zu bauen. Wir sollten uns absichern gegen... wie heißt das Viech? Gegen Banshees und so ein Zeug. Und jetzt hier endlich mal eine... So. So, ich guck mal, welchen Tech-Weg er einschlägt. Okay. Da kommen die Flughäfen. So, wir sollten langsam auch mal Stim und Comet Shield erforschen. Und fangen jetzt an, konstant Zeug zu bauen. Bom. So. Tanks, wie sieht denn aus? Genau. Okay, das ist zu viel. Aber wir schützen jetzt unsere eigene Basis. Wir sollten vorne sein. Ja, Stim und Comet Shield wären super wichtige Upgrades gewesen.
enough minerals. Gangway, coming through. Wir nehmen hier mal eine Planetary. Warum? Weil wir es können. Also würde ich einen besseren SQ haben, als ich habe, dann wäre das anders auch in Ordnung. Und konstante Factory Production. Command Center Upgrade complete. SCV ready. Wir brauchen hier noch Turrets und wir brauchen noch weitere Kasernen. Und natürlich Depots. So, die hole ich mal wieder zurück. Research complete. Auflösen. Wie gesagt, wir sind jetzt meilenweit vorne. Und wir brauchen Medivacs. Und wir brauchen... Wie heißt dieses Viech? Das brauchen wir. Und wir brauchen eine weitere Basis. Wir brauchen keine weitere Basis, weil wir erstmal unser Geld ausgeben müssen. Not enough minerals. Upgrade complete. You want a piece of me, boy? So, wir sollten schauen, dass nirgendwo Hidden Bases gebaut werden. Das bedeutet, wir bauen hier ein Depot hin. Und hier ein Depot hin. Wir bauen die nächste Basis. Mein Add-on-Management ist nicht so besonders gut. Aber ich denke, dass wir pushen können. Und wir sollten jetzt auf jeden Fall auch Starports bauen. Go ahead. Sure thing. Armed and ready. Add-on complete. Add-on complete. Also Pick-Reihenfolge klappt jetzt mit dieser komplizierten BO so richtig gar nicht. Research complete. Hier haben wir jetzt genug. Dann machen wir Long Distance Mining. Da lassen wir natürlich hier. Ich glaube, wir können pushen. Und wir brauchen noch ein Gas, weil wir auch Tanks bauen. Ich glaube, wie gesagt, dass wir ihn containen können. By the numbers, boys. Insufficient rescue gas. Ready for dust off. Not enough. Fueled up, ready to go. Ready for dust off. Not enough. SCV ready. So, alles hier vorne hin. Können wir nämlich einfach selektieren. Ready for pickup. This better be good. Insufficient Vespin gas. Insufficient Vespin. Not enough minerals. So, wieder Depots bauen. Not enough minerals. You want a piece of me, boy? Kaboom, baby. Nächstes Upgrade. Not enough minerals. Insufficient Vespin research. Mineral field depleted. Not enough minerals. So. Been waiting on you. Got no patience for sitting around. Ready for dust off.
So, immer produzieren. So langsam sollte er realisieren, dass er tot ist. Tut er leider nicht. Vielleicht, wenn wir ihm einen Doom-Drop in die Basis machen. Vergesst leider... So, dann gucken wir mal hier. Und gucken hier. Ja, da hinten ist nix. Das bedeutet, wir laden jetzt einfach das ins Medivac ein. Und laden das automatisch hier aus. Und weiter produzieren. Ich vernachlässige schon wieder mein Makro. So, und jetzt gehen wir aber auch hier vorne hin. Ja, so langsam sollte er realisieren, dass das Spiel vorbei ist. So, Saturationskontrolle ist bestimmt katastrophal. Ja, ist schon aufgebraucht. Hier, 1, 8 hin und dann den Rest hier an diese Basis. Könnte sein, dass ich jetzt zu viele... Ready for dust off. Upgrade complete. Go, go, go! By the numbers. Give us your best! What's up? Oh, Decision here trotzdem. Not enough minerals. Ready for dust off. Gut, wie kann ich ihn davon überzeugen, dass das Spiel verloren ist? Bauen wir Liberator. In Ordnung. Ready for dust off. Not enough minerals. Oh, da haben wir ein paar zu viele abgezogen. Aber nächste Basis nehmen. So, um sicher zu gehen, dass er hier keine Basis baut, bauen wir ihm da ein Depot hin. Und wir bauen Liberator. Not enough minerals. Not enough minerals. Steuergruppe klappt so richtig gar nicht. Wie viel Arbeit haben wir? Nur 52. Let's go kill something. Armed and ready. You gonna give me orders? SCV ready. We could use some help here. By the numbers, boy. Er kämpft wirklich bis... Okay, was sollen wir machen? Was sollen wir tun? Ja, jetzt hätten wir normalerweise ein kurzes Spiel, aber haben wir jetzt nicht. Ich nehme jetzt noch... als hier zwei. Ah, ich sollte eventuell mal upgraden.
Das kommt davon, wenn man einen improvisierten Spielstil benutzt. Mineral field depleted. Yeah, yeah. Command center. Let it roll out. So, langsam sollte er outmined sein. Aber meine Steuergruppen sind halt auch richtig bitter. Not enough energy. So, ich relle jetzt alles hier nach vorne. Got freedom. Liberation is at hand. This better be good. Got no patience. What's our target? Geld unten halten. Ich habe zu wenig Barracks. Das nenne ich mal ein Contain. So, nächste Basis bauen. So. Upgrades bauen. Also das Spiel ist, weil ich mich nicht an den Plan gehalten habe, total scheiße. Macht Spaß, aber ist halt einfach komplett scheiße. Und ich glaube jetzt, nee, wir warten noch auf ein paar Marines. Und wir bauen noch ein paar Liberator. Da sind genug, also tun wir die hier hin. Add-on complete. Sure. Go ahead. We read you. We have you on screen. Of course. Ist GG, mein Freund. Gut, gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Und wieder 2000 Mineralien. Also, nee, wir müssen wieder die Regel einführen. So, Leapfrog. So, Upgrades laufen. Also ganz beschissenes Spiel. Das führt dazu, wenn ihr vom Plan abweicht. Das kann passieren. Also, Win oder Loss, völlig egal. Sieg oder Niederlage, völlig egal. Einfach nur schlecht, einfach nur katastrophal. Warum? Ich habe gedacht, okay, er spielt CC First, ich kann ihn dafür bestrafen. Konnte ich auch, aber danach ist das Spiel völlig chaotisch gelaufen. Und das passiert oft, wenn ihr irgendwas ausprobiert. Andererseits, StarCraft soll auch Spaß machen, man soll auch mal was ausprobieren. Aber im nächsten Video wird das dann besser und hoffentlich koordinierter laufen, denn meine Kohle war halt unterirdisch. Das werde ich jetzt gerade noch mal demonstrieren. Und sagen, was da für ein SQ bei rumkam.
Ging sogar noch. 113. Aber ihr habt die 2000 Mineralien gesehen, die sind halt einfach scheiße. Die sind einfach scheiße. Ne? Und entweder ich hätte das andere Spiel verloren, weil er einfach dann gute Defense gehabt hätte und gute Tanks oder sonst was. Aber völlig irrelevant. Wir wollen uns verbessern, wir wollen an Makro und Mechanics arbeiten. Und das war mit 2000 Mineralien auf dem Konto. Ich mache es folgendermaßen: Wenn ich mehr als 900 Mineralien bekomme, gehe ich aus dem Spiel mit GG Wellplayed raus. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Bitte abonniert meinen Channel und bis demnächst.